Hallo miteinander. Ich habe ja die Kooperation mit Coco Rosa Studio und habe mehrere Standschablonen. Ich verlinke euch das und habe heute mit dieser, ich habe schon ein bisschen rumgewerkelt, damit meine Videos nicht immer so viel und so lang sind. Habe ich hier mit den Distressoxiden, einmal mit der und mit der, mit dem Stempelblock. Habe ich hier drauf die Farbe gemacht, Wasser, und habe es hier so rüber gezogen. So wie ich es in dem Video davor ähnlich so gemacht habe. Dann habe ich noch ein paar Sprenkel drauf gemacht. Dann habe ich diesen hier dreimal ausgestanzt, habe den übereinander geklebt, habe die Seiten angeengt, habe den hier auch noch mal rausgemacht, und dann habe ich dieses hier genommen und habe es nur einmal ausgestanzt und habe die Ränder auch eingeengt mit Orange, und zwar mit diesem Pinsel, und habe das jetzt hinten auf Foampads gemacht und klebt es jetzt rein, damit der hier reinkommt, und dann passt er noch zu den Farben, die ich hier habe, aber steht ein bisschen hoch. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon mal ein bisschen alleine rumgewerkelt ohne Video, weil mir mein Daumen weh tut und ich dafür länger gebraucht habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach immer mal Stück für Stück und zeige euch dann die fertige Karte. Da, für die, die es nicht wissen, ich habe ja in beiden Händen, vor allen Dingen rechts, Daumensattelgelenkentzündungen und zusätzlich noch Arthrose. Ja, alt werden ist ganz toll. Und es tut natürlich weh. Die Schiene, die ich habe, Orthese heißt das Ding, habe ich gelernt. Irgendwie, wenn ich die trage, habe ich das Gefühl, das wird noch doller. Das tut doller weh. Und ja, deswegen habe ich das, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich das jetzt langsam nach und nach alleine gemacht hier mit der Karte und wollte euch die aber zeigen. Ich habe hier wie immer eine Grundkarte und der Aufleger ist 9,7 mal 14. Und ihr könnt ja bestimmt sehen, da habe ich also, wie gesagt, die Farbe, einfach die Stempelfarbe hier drauf gemacht. Dann habe ich Wasser drauf gesprüht mit meiner Sprühflasche hier und habe das aufs Papier gelegt so und habe es hier einfach runtergezogen, und dann habe ich das mit dem helleren Orange und dem dunkleren Orange gemacht, und das war's schon, also gar nicht dramatisch. Und das dreimal das Teil ausgestanzt und das andere nur einmal. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier auch richtig reinsetze, und dann wollte ich, dass das halt ein bisschen raussteht. Und deswegen habe ich das dreimal ausgestanzt, aufgeklebt. Jetzt steht es hier über. Und das fand ich ganz schön. Ich muss noch überlegen, was ich für einen Stempel drauf mache. Wenn ihr Interesse an Coco Rosa Studio habt, dann könnt ihr unten in meiner Infobox gucken. Da gibt es 25% auf euren Einkauf. Es gibt auch Sachen, die sind mit 70%. Aber wenn ihr reguläre Sachen kauft und meinen Code unten eingibt, den Kreativcode, dann kriegt ihr 25% am Ende an der Kasse, müsst ihr den eingeben. Und wie gesagt, ich finde die Stanzen und Stanzschablonen wirklich gut. Sie stanzen total toll. Ich zeige euch nochmal die anderen. Also ich habe ja schon zwei Videos davon gemacht. Moment, ich zeige euch noch die anderen Stanzschablonen, die ich davon habe. Ups, Entschuldigung. Einmal die mit dem Eiffelturm, diese hier. Dann habe ich mit dem Blatt, das habe ich schon gemacht, damit mache ich garantiert noch mehrere. Mit der Stadt habe ich auch schon gemacht, das Video. Müsst ihr bei mir gucken. Dann habe ich noch hier, das sind zwei Teile, die man dann so aufmachen kann. Damit muss ich noch ein Video machen. Und hier, das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Dieses unfassbar tolle Ahornblatt. Das ist so schön. Ich bin schwer begeistert. Wie gesagt, drei habe ich jetzt schon gemacht. Die zwei fehlen noch.
Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, freue ich mich. Dann seht ihr auch noch die anderen Karten, die ich damit mache. Die habe ich schon fertig, die drei, die stehen noch aus. Und das ist jetzt meine aktuelle Karte. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Ich finde sie sehr schön, frühlingshaft. Ja, mir gefällt sie. Das ist das Wichtigste mal, ne? Für alle, die Karten machen und anfangen, beim Kartenmachen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Karten euch gefallen. Lasst euch nicht irgendwie irre machen, wenn einer sagt, das ist nicht schön. Die müssen euch gefallen. Und mit der Zeit lernt man immer neue Sachen kennen. Ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt und tue es noch. Und lerne immer noch. Also ich bin bei Weitem nicht perfekt, ganz weit davon weg. Ist aber auch nicht schlimm. Ich mache das ja nur hobbymäßig. Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Basteln. Lasst mir gerne einen Daumen oben. Ich hoffe, euch gefällt die Karte überhaupt. Und wir sehen uns. Tschüss.